Der heutige Vortrag, der unter dem Titel steht, Die Erfindung der Maus, führt uns in das Jahr 1968. Nur dass es ein etwas anderes Jahr ist als das, was wir gemeinsam mit dieser Jahreszahl assoziieren. Also nicht Flower Power, freie Liebe und dergleichen, kein revolutionärer Stupor, sondern eine Verschiebung des Gesellschaftstriebwerks, etwas Unterbütiges, was wir heute gleichsam als historische Petitesse gar nicht mehr wirklich vor Augen haben. Das tausendköpfige Publikum jedenfalls, das sich im San Francisco Convention Center zusammengefunden hatte, erlebte diesen Abend am 9. Dezember 1968 als eine Form der Zeitreise, als seien sie urplötzlich in einen Science-Fiction-Film hineingebeamt und an einen anderen Ort transportiert worden. Ein anwesender Schriftsteller sagte ganz treffend, das, was er gesehen habe, das käme ihm vor wie das nächste große Ding nach LSD, also eine bewusstseinserweiternde Maßnahme. Nun, was der weitgehend unbekannte Vortragende Douglas C. Engelbart seinem staunenden Publikum vorführte, waren Leute arbeiten, die in einem etwa zehnjährigen Zeitraum im Stanford Research Institute entstanden waren. Das war nicht nur die Erfindung der Maus. Nein, was er präsentierte, war zum Beispiel ein Hypertext-System, an dem verschiedene Menschen kollaborativ arbeiten konnten. Danach folgten E-Mails mit Verlinkungsfunktion, statistische Plots, also Grafiken, dann komprimierbare und expandierbare Fenster, dann Makros, also kleine Kürzel, mit denen man lange Programmketten abarbeiten kann, dann eine Metaprogrammiersprache und schließlich quasi als Höhepunkt ein online verfügbares Wissensrepositorium, das verschiedene Menschen an verschiedenen Orten zeitgleich bearbeiten konnten. Und genau das führte Douglas Engelbart vor. Das heißt, nämlich ein Mitarbeiter im 50 Kilometer entfernten Menlo Park, eine Kamera auf seinen Kopf gerichtet und sein Bild wurde auf die 10 Meter breite Videoprojektionsfläche im Convention Center gebeamt. Und das Publikum konnte also auf der einen Seite verfolgen, wie das Dokument sich veränderte, auf der anderen Seite das Mienenspiel des Gegenübers. Und als diese Präsentation vorüber war, erhob sich das Publikum wie ein Mann und klatschte frenetisch, als hätte man das Gebäude selbst aus den Angeln gehoben und gen Himmel gebeamt. Wenn wir unsere Geschichte der Digitalisierung an uns vorüberziehen lassen, die eigentlich bislang eher bedächtig vorangeschritten ist, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, ja vielleicht sogar über Jahrhunderte sich erstreckt, wenn wir diese elektrischen Mönche quasi als Vorzeit, als Advent des Computers mit einbeziehen wollen, dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommt es, dass binnen eines Jahrzehnts all das, was uns heute so tief bekannt ist, quasi explodiert? Wieso kommt es zu diesem unglaublichen Beschleunigungsschub? Nun, man könnte der Meinung sein, dass plötzlich mit Douglas Engelbart eine Art von Genie vom Himmel herabgestiegen sei. Aber damit würden wir der Verführung eigentlich einer Heldengeschichtsschreibung erliegen, einer Hagiographie, die tatsächlich, und das ist ein ganz wichtiges Moment, was das Verständnis dieses Geschehens anbelangt, eher hinderlich ist. Üblicherweise wird das ja wirklich so gemacht. Da spricht man eben von einer Turing-Maschine. Also schreibt Computer die Erfindung des Computers Alan Turing zu oder von einer John von Neumann-Maschine und so weiter und so fort. Da gibt es eben verschiedene Helden, die man dann in die Spitze rückt. Andere würden eher in die Jetztzeit gehen, in Richtung Steve Jobs und dergleichen. Aber damit wird eigentlich dieses Moment der sozialen Plastik, dieser Gesellschaftsaspekt, der alle betrifft und der an vielfältigen Stellen eine Art von Kooperation voraussetzt, vollkommen ausgehebelt. Also man appropriiert die Geschichte, indem man eine Heldengeschichte draus macht und der Preis dafür ist,
Man erntet eine Blackbox. Man versteht nicht mehr, woher dieses Ding eigentlich kommt. Und natürlich, wenn wir das im Falle von Douglas C. Engelbart uns vor Augen halten, natürlich fällt auch ein solcher Mann nicht vom Himmel. Deshalb ist es schon interessant, in seiner Biografie ein bisschen zurückzugehen. Hier gelang wir in das Jahr 1945, in den August dieses Jahres. Da befindet sich ein junger Radartechniker, Engelbart, auf einem Kriegsschiff, das gerade aus dem Hafen von San Francisco auslaufen soll, in Richtung der Philippinen. Und da kommt die Nachricht, die Atombombe auf Nagasaki ist gefallen. Der Krieg ist vorbei. Natürlich sofort ein großes Geschrei auf dem Schiff. Man möchte gerne umkehren, aber alles geht ordnungsgemäß weiter. Das Schiff fährt los, landet auf den Philippinen. Der Krieg ist vorbei. Und der junge Radartechniker hat ziemlich viel Zeit, sich seine Zeit zu vertreiben, macht das in der Bibliothek des Roten Kreuzes. Da verirrt sich selten ein anderer GI ran und hinein. Und der wissbegierige junge Mann hat ziemlich große Auswahl an Büchern. Eigentlich ist Bibliothek relativ hochgegriffen. Das ist eigentlich ein Pfahlbau, eine Art Hütte im Dschungel. Und da bedient er sich und stößt auf ein Exemplar des Atlantic Monthly. Und da findet er einen Artikel, der gleichsam seinen Kopf aufsprengt. Und der trägt den sonderbaren Titel As We May Think. Und der Verfasser ist ein gewisser Mann namens Vannevar Bush. Seltener Name, Vannevar. Haben wir diesen Namen nicht eigentlich schon mal gehört und von diesem Aufsatz etwas mitbekommen? Ja klar. Vannevar Bush, das ist der Koordinator des Manhattan Projects. Ingenieur am MIT, der unversehens zum nationalen Sicherheitsberater aufgestiegen ist und dann eben zum Leiter dieser Wissenschaftlerkoordination. Und er hat als Computerpionier in den 30ern immer auch diese Perspektive verfolgt. Womit ihn das Manhattan Project konfrontierte, war nicht nur der Aspekt der materiellen Kernspaltung, sondern auch das Moment der gesellschaftlichen Kernspaltung, der Aufteilung in immer kleinere Wissensbereiche. Ein wunderbares Aperçu macht vielleicht dieses Dilemma klar der modernen Wissensgesellschaft. Da heißt es, an expert is someone who knows more and more about less and less until he knows everything about nothing. Also ein Experte ist jemand, der immer mehr über ihn, immer weniger weiß, bis er alles über nichts weiß. Wie kann man aber Menschen quasi dazu bringen, wiederum ein volles Weltverständnis zu haben, indem sie kollaborativ arbeiten, ein solches Wissensrepositorium aufbauen? Das genau war die Aufgabe von Vannevar Bush im Manhattan Project. Deshalb also die Fantasie, die er damals entwickelt und die im Aufsatz des Atlantic Monthly niedergelegt war, ein Desktop-Computer, wo all die verschiedenen Wissensbereiche abgelegt sind, wo die Menschen Zugriff darauf haben, wo sie Dokumente annotieren können, gewissermaßen das, was heute die Wikipedia ist. Der junge Radartechniker Douglas C. Engelbart sitzt also in dieser Hütte, diesem Pfahlbau, liest diesen Text im Atlantic Monthly und das ist eine Offenbarung. Plötzlich kann er sich vorstellen, dass der Geist eine neue Welt zu denken vermag. As we may think. Dieser Text hatte sich dem jungen Mann tief eingebrannt. Allerdings sollte erst Jahre später seine Virulenz entfalten. Da war der junge Mann hatte sich gerade verlobt und war mit dem Auto zu seinem Arbeitsplatz unterwegs beim Luftfahrtunternehmen. Und da kam die Frage, habe ich nicht eigentlich jetzt alle meine Ziele aus dem Auge verloren? Ich werde so und so viele Arbeitsminuten meines Lebens immer wieder und wieder den gleichen Handgriff verrichten. Ist es das, was das Leben mir zu bieten hat? Mit dieser Frage kam also die Beschreibung oder die Problematik
wieder, die Vannevar Bush in seinem As We May Think beschrieben hat. Eine Gesellschaft, die sich in der Arbeitsteilung verliert, also in einem Prozess, wenn man so will, sozialer Kernspaltung, bekommt immer drängendere, immer komplexere Probleme. Und diese Probleme lassen sich nicht lösen durch noch mehr Spezialisieren, sondern sie lassen sich nur lösen, indem man das verstreute, partikularisierte, kerngespaltene Wissen wieder zusammenführt. Das war die Vision. Und der junge Radartechniker wusste ein zweites. Und in gewisser Hinsicht war er damit eben den Zwergen vergleichbar, die auf den Schultern von Riesen stehen und weiter hinausschauen können. Er wusste, der Computer, der dies zu leisten vermochte, würde nicht analog sein. Das war ein digitaler Computer. Und der müsste so ungefähr funktionieren wie ein Radargerät. Auf diesem Radargerät sieht man die Spuren von wirklichen Flugobjekten, die alle gleichsam für sich unterwegs sind. Und der Radartechniker koordiniert diese Verkehrsbewegungen und gibt den Flugzeugen Anweisungen, diese Richtung, diese Höhe einzunehmen und dergleichen. Das heißt, er ist mit einem kollektiven, einem sozialen Verkehrsleitsystem beschäftigt, nicht mit einem individuellen Verkehrsleitsystem, eine Individualwährung sozusagen. Das war die Vision, die vor seinem Auge stand. Ein Computer, der so intuitiv und klar funktionieren würde wie ein Radargerät. Und diese Vision stand ganz klar wie ein Stern vor seinem inneren Auge. Von nun an war jeder seiner Schritte diesem großen Ziel untergeordnet. Weil er gehört hatte, dass die Universität von Berkeley einen Großrechner bekommen sollte, bewarb er sich da selbst um einen Studienplatz in Elektrotechnik, einfach um mit dieser Maschine vertraut zu werden. Da angelangt, erzählte er natürlich sofort seinen Kommilitonen und Kollegen von seinen Plänen, große Naivität, wenn man so will, und erntete eher verwirrte, wenn nicht gar missbilligende Blicke. Der Gedanke, dass jeder Mensch irgendwo mit dieser Maschine interagieren solle, klang einfach bloß absurd. Und geradezu blasphemisch war die Vorstellung, dass man den Computer so bauen könnte, dass man ihn gleichsam als Trainingswerkzeug für Schreibmaschinenkurse benutzen könnte. Die Missbilligung seiner Kollegen aber schreckte Douglas Engelbart keineswegs ab. Der verfolgte seine Pläne weiter, machte seinen PhD und bewarb sich danach für eine Stelle am neu gegründeten Stanford Research Institute. Wurde zum Interview eingeladen und legte dem Interviewer seine Pläne dar, das Interface, den Infospace und dergleichen. Und dann fragte der Interviewer ihn anschließend: Sagen Sie, Mr. Engelbart, haben Sie schon irgendeinem Menschen außer mir von diesen Plänen erzählt? Und Engelbart sagte: In dieser Form noch nicht. Und der Interviewer sagte: Ich bitte Sie herzlich drum, erzählen Sie wirklich niemandem davon. Denn das, was Sie mir da gerade dargelegt haben, das klingt so verrückt, dass jeder, aber auch jeder an Ihrem Verstand zweifeln wird. Gleichwohl, Douglas Engelbart bekam die Stelle an diesem neu gegründeten Stanford Research Institute, das die kommerzielle, militärische, administrative Verwendung von Computern studieren sollte. Er wollte dieses Institut sozusagen noch ein bisschen größer machen und legte bei der Universitätsleitung einen Plan vor und man bewilligte das. Nicht aus besonderer Wertschätzung, sondern eigentlich nur, weil man eine Art von Versuchsballon herausschicken wollte in die Welt. Mal gucken, was da passiert. Douglas Engelbart arbeitete gut 2 Jahre an einem Text, in dem all seine Ideen dargelegt waren, den er die Verbesserung des menschlichen Geistes betitelt hatte. 1963 kam dieser Text heraus und erntete in der Computerwelt lärmendes Schweigen. Keine Resonanz, nada, gar nichts.
Man weiß nicht genau, was eigentlich schrecklicher für sein lesendes Publikum war. Waren es seine Ideen über Interfaces oder waren es die philosophischen Einlagen, in denen es die ganze Zeit um eine Koevolution von Mensch und Maschine ging? Zwar antwortete die Wissenschaft mit lärmendem Schweigen, allerdings erregte der Text die Aufmerksamkeit zweier Männer, die an sehr exponierter Stelle saßen. Da war einerseits Bob Taylor, ein Psychologe und Religionswissenschaftler in den Diensten der NASA, dann war auf der anderen Seite der Leiter der ARPA, der Advanced Research Agency des Verteidigungsministeriums, aber eigentlich von Hause auch ein Zivilist, ein Biologe, der am MIT über die Mensch-Maschinen-Schnittstelle, die Problematik des Interfaces, gearbeitet hatte. Und beide konnten dieser Darlegung, wie Engelbart sie in seiner Verbesserung des menschlichen Geistes gemacht hatte, durchaus folgen. Zur großen Verblüffung seiner Oberen, die sich alles hatten vorstellen können, nur das nicht, bekam Engelbart 1,5 Millionen zugesprochen. 1 Million für den Kauf eines Computers, 500.000 für den Aufbau eines Mitarbeiterstammes. Und Engelbart versammelte lauter Männer, die bereit waren, wie an dieser Zeitreise, an diesem Trip, diesem bewusstseinserweiternden Trip teilzunehmen. Die grundlegende Philosophie, die er für sein Advanced Research Center, ARC, entworfen hatte, lautete Bootstrapping. Was ist der Akt des Bootstrappings? Bootstrapping ist eigentlich so etwas wie ein Stiefelschnüren, nur dass man quasi an den eigenen Stiefeln sich gewissermaßen durch den Akt des Schnürens in die Höhe, in die Lüfte erheben kann. Ein bisschen so wie der Baron Münchhausen, der sich am eigenen Schopf aus dem Moor herauszieht, mitsamt Pferd. Wenn wir das praktisch nehmen, waren die wichtigste Einsicht dieser Philosophie der Punkt, dass man sagt, wenn ich ein digitales Werkzeug gebaut habe, dann kann ich auf dieser Weise, auf dieser Basis ein noch intelligenteres Werkzeug bauen. Und wiederum ein noch intelligenteres Werkzeug. Und auf diese Art und Weise erhebt man sich in die Höhe. Also habe ich quasi ein grafisches Betriebssystem, dann kann ich an irgendeiner Stelle sozusagen quasi etwas anklicken. Das kann in jedem Programm stattfinden. Das ist uns zutiefst vertraut. Genau diese Erfahrung kam eigentlich aus der Welt des Radars. Also Engelbart stellte sich eine Flugbewegung vor und sagte sich, okay, was wäre, wenn ich an einer bestimmten Stelle dieses Bildschirms etwas anklicke und eine Annotation hinterlasse? Also diesen Infospace räumlich nehme und daraus ein Bild mache. Dazu braucht man ein Interface. Also entwarf er, um die Handbewegung des Menschen, den Bildschirm zu übertragen, eben dieses merkwürdige Gerät mit diesen beiden Rollen, die man voran bewegen oder zurück bewegen, nach oben oder nach unten bewegen kann und die Bewegung der menschlichen Hand eben auf diesen Bildschirm übertragen, was nichts anderes ist als die Erfindung der Maus. Nachdem ein solches Werkzeug existierte, war es naheliegend, ein Textverarbeitungssystem zu bauen, das auf diese grafische Art und Weise funktionieren würde. Beispielsweise, dass man ein Wort einfach auswählen würde können, mit dem Klicken der Maus, selektieren, es dann verschieben, anderweitig einfügen und eben auch würde löschen können. Als Douglas Engelbart einem Kollegen, der zu Besuch kam, einem Computerwissenschaftler, diese Technik vorführte, war dieser Betreffende absolut terrorisiert. Er sagte, das können Sie doch so nicht machen. Wenn Sie ein Wort löschen wollen, dann müssen Sie schreiben Delete Word und dann das Wort. Wir sehen also hier, den gleichen Grundkonflikt wieder aufflammen, den Douglas Engelbart eben auch in seinen jungen Jahren schon in Berkeley erlebt hatte, als er davon geträumt hatte, den Computer zum Trainingswerkzeug für
Schreibmaschinenkurs und dergleichen zu machen. Also dieser blasphemische Vorbehalt sozusagen war auch bei diesem Mann gegenwärtig, der sich ein visuelles Textverarbeitungssystem überhaupt nicht vorstellen konnte, dessen Weltbild der allein nicht vorkam. Da musste es Kommandos geben, die aus dem Kopf heraus gedacht werden, nicht irgendwie ein Probefeld. Gleichwohl waren die Schritte, die nach der Erarbeitung dieses Textsystems vorlagen, eigentlich naheliegend. Der nächste Schritt war die Logik des Fensters. Also wenn ich ein Textverarbeitungssystem habe, kann ich mir durchaus ein anderes Programm vorstellen, in dem ein ganz anderer Kontext herrscht, etwa ein Spreadsheet oder ein Rechenprogramm, wo die ganzen Fenster andere Interaktionsbedingungen haben. Also muss man Fenster bauen und den Übergang von einem Fenster, von einem Kontext zu einem anderen Kontext visuell, ich klicke es an, organisieren. Nächster Schritt, man möchte gerne in einem solchen Infospace Tools haben, mit denen man bestimmte Daten, die man abgespeichert hat, auffinden kann. Also Suchoperationen, das, was wir eben auch mit einem Filesystem verbinden. Und all das muss, wie gesagt, in einem allgemeinen Wissensrepositorium niedergelegt sein, in dem alle sozusagen quasi Möglichkeiten dieses Betriebssystems aufgelistet sind. Wir sehen also, dass dieser Aspekt des Bootstrappings keine abstrakte Philosophie ist, sondern eine tiefgreifende Intervention, eine Veränderung eigentlich auch der sozialen Plastik selbst. Natürlich veränderte sich die Gruppe. Eine der ersten Maßnahmen, die Douglas Engelbart einführte, war, er öffnete den Raum, schaffte die Wände ab. Die Menschen saßen an Terminals, in dem Raum verteilt, sie konnten miteinander kommunizieren, ins Gespräch gehen, eben Augmentation des Weltwissens. Manchmal versammelte man sich auch zu 17, das war die Zahl der Institutsmitglieder binnen kurzem, zu 17 in seinem Büro und man rauchte Gras oder nahm auch LSD als bewusstseinserweiternde Maßnahme zu sich. Es gab zudem auch noch einen Psychologen, den Engelbart eingestellt hatte, dessen Aufgabe es eigentlich war, die Interaktionen der Institutsmitarbeiter zu studieren und konstruktiv in den Arbeitsprozess einfließen zu lassen. Was dieses Büro innerhalb kurzer Zeit zu einer Art von Raumkapsel werden ließ, zu einem schwebenden, im Nirgendwo schwebenden Gerät, mit dem ein neuer informatischer Horizont erobert werden konnte. Was die Außenwelt als eine Form des Chaos, der vollkommenen Planlosigkeit, ja geradezu der Destruktivität erscheinen mochte, war in Wahrheit eine Erfolgsgeschichte ohne Beispiel. Binnen ganz kurzer Zeit, einem Zeitraum von 5 Jahren, hatte eine kleine Gruppe von Menschen, von Aufopferungswillen, engagierten Menschen es fertiggebracht, eine Reihe von gänzlich neuartigen Werkzeugen zu entwickeln. Nicht nur die Maus, sondern wie gesagt das Hypertext-System, ein Online-System und dergleichen. All das, was die Zuschauer im Convention Center in San Francisco mit der Empfindung konfrontiert, gleichsam in eine Art von Zeitreise, in einen Science-Fiction-Roman hineingeraten zu sein. All die bislang eher disparaten Stränge kamen hier zusammen, eben die Idee des Mikroprozessors, so quasi die eine allgemeine universale Programmiersprache, die Idee letztlich der Simulation und der Umstand schlussendlich, dass man eine Art von sensibler Zone, eine Berührungsfläche schaffen muss, die es den Menschen erlaubt, mit dieser abstrakten, symbolischen Welt zu interagieren. In diesem Sinne ist Douglas Engelbart so etwas wie der Vater des Interfaces. Und nicht zufällig gilt seine Demonstration im Convention Center als die Mutter aller Präsentationen. Denn hier wird einem
allgemeinen Nutzer eigentlich vorgeführt, dass die Welt des Computers kein Number Cruncher, keine fremde Welt der Zahlen und der Metaphysik, eine verschlossene Welt der Spezialisten ist, sondern ein universales Werkzeug, das es jedem erlaubt, in diesen Raum einzutreten. In diesem Sinn ist das Interface die Einladung, Teil einer neuartigen sozialen Plastik zu werden, was Douglas Engelbart in seinem gleichermaßen religiösen wie tief empfundenen Idealismus eben die Verbesserung des Weltwissens genannt hat. Wenn wir zurückgehen und uns den Traum des Vannevar Bush vorstellen, den er in seiner Mammix-Apparatur, in seinem Text As We May Think niedergelegt hat, so muss man sagen, dass er in kürzester Zeit nicht nur Wirklichkeit werden konnte, sondern sogar übertroffen.